Sicherlich nicht als harmlos zu bezeichnen ist dieses Fallmesser, das sehr scharf geschliffen ist und auch von einem Zuschauer mitgeführt wurde. Diese Fahrradkette wurde einem jungen Bochumer fast zum Verhängnis. Er wurde damit derartig verletzt, dass der Verlust eines Auges zu befürchten war. Häufig werden auch diese großkalibrigen Waffen mitgeführt, die gleicherweise als Hieb- oder Schusswaffe Verwendung finden können. Die massive Beschaffenheit gerade dieses Gegenstandes lässt ahnen, welche gefährlichen Verletzungen damit zugefügt werden können. Auch ist der Bau sicherlich nicht darauf konzipiert, nur Fahnen aufzunehmen. Man kann froh sein, dass man noch lebt. Ich habe zum Beispiel bei einer Schlägerei gegen Fortuna Düsseldorf der Eisenstange voll ans vors Gesicht gekriegt. Die Auswirkungen sieht man ja. Das Kinn, die Lippe ist bis zum Kinn aufgeschlagen. Die Polizei in Wehr und Waffen, Fanatiker außer Rand und Band. Fußball 1975. Millionen Fernsehzuschauern wurde es bei der Übertragung des Europacup-Endspiels zwischen Bayern München und Leeds United klar. Das Stadion wird immer mehr zum Schlachtfeld. Zwei Fußballer, die dem Gemetzel entkamen, machten sich Gedanken. Es ist bei denen da drüben mehr ein soziales Problem. Wie gesagt, in diesen Städten Liverpool und Leeds. Ich war in beiden Städten schon. Und ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass diese Leute, die dort wohnen, dass die aggressiver sind als irgendwo anders. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Spiegelbild der immer mehr um sich greifenden Verrohung und Gewalttätigkeit in der ganzen Welt ist. Auch in dieser Hinsicht scheint mir das Fußballspiel nur ein Spiegel, ein Abbild unseres Lebens zu sein. Was in Paris geschah, ist auch in deutschen Stadien gang und gäbe. Gewalt hinter Gittern. Bei wichtigen Spielen in Hamburg zum Beispiel werden heute mehr als 300 Ordner aufgeboten. Doppelt so viele wie noch eine Saison zuvor. Welche Ursachen hat das Phänomen Gewalttätigkeit in Sportstadien? Die beabsichtigte Aggressionskontrolle des Sports kann auch zum Aggressionsreiz, ja sogar zur Aggressionsursache werden. Schließlich verlieren ja die meisten. Nur ein Einzelner oder ein Team kann gewinnen. Alle anderen müssen mit ihrer Niederlage irgendwie fertig werden und tun das sehr häufig, indem sie Gefühle des Hasses, des Neids, des Ressentiments oder der Enttäuschung entwickeln. Für die Zuschauer gilt dasselbe. Daher kann man sich ausrechnen, dass nach vielen Sportereignissen das Aggressionsniveau, zumindest bei manchen, eher steigen als fallen wird. Nieder mit dem HSV! Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, erstens, Spitzenfußball steigert die Lust zu Gewalttätigkeit und baut sie nicht etwa ab. Zuschauer, so eine Untersuchung, reagieren nach einem Spiel aggressiver als vor dem Anpfiff. Der Krieg auf dem Rasen setzt sich fort auf den Rängen. Es wäre falsch, nur dem Zuschauer die Schuld für derartige Aggressionen zu geben. Vielfach ist es so, dass bei bedeutenden Spielen, wo eine Mannschaft unbedingt siegen will und siegen muss, wo der Leistungsdruck enorm ist, Aggressionen bereits vorgeführt werden. Schwere Verletzungen, schwere Fouls sind dann nur der Auslöser für Aggressionen auf den Zuschauerrängen. Zweite Erkenntnis: Je bedeutender dem Zuschauer ein Spiel erscheint, desto eher neigt er bei Niederlagen zu Gewalttätigkeiten. Die Massenmedien sind mitschuldig. Das Publikum kann durchaus in aggressiver Weise durch die Berichterstattung fanatisiert werden. Wenn eine Niederlage oder ein Sieg zu einer lokalen oder nationalen Tragödie hochstilisiert werden, sodass die Zuschauer sich derart mit den Spielern, mit ihren Spielern identifizieren, dass sie Sieg oder Niederlage als ihren Sieg, als ihre Niederlage erleben. Dritte Erkenntnis: Je weniger ein Zuschauer in seiner Arbeitswelt und Freizeit erlebt, desto mehr erwartet er vom Fußballspiel. Das Gruppenerlebnis am Samstagnachmittag, für Hunderttausende von Fußballsüchtigen ein Wochenendritual, lässt wenigstens für ein paar Stunden die Belastung des Alltags vergessen. Den Konkurrenzkampf, die Vereinsamung und vor allem die Öde. Nichts erträgt der Mensch so schwer wie
eine Zeit der Langeweile, der Reizlosigkeit, wenn er merkt, dass in seiner Umgebung nichts passiert. Deshalb ist es kein Wunder, wenn in einem Stadion, wo Menschen verschiedener sozialer Schichten zusammenkommen, auch Gruppen erscheinen, die aufgrund ihrer häuslichen Reizlosigkeit und ihrer tristen sozialen Umwelt etwas erleben wollen, aktiv werden und auf ihre Weise sich bemerkbar machen. Vierte Erkenntnis. Es sind vor allem Jugendliche aus der Unterschicht, die im Fußballstadion gewalttätig werden. Sämtliche 497 Randalierer, die beispielsweise in einem britischen Stadion festgenommen wurden, gehörten der Unterschicht an, wo der Druck des Alltags, die Reizarmut, die Langeweile besonders quälend sind. Mehr als die Hälfte der Festgenommenen war vorbestraft. Ergebnis einer Polizeiaktion bei einem Spiel in Bochum: mehr als 80% der Gewalttäter hatten ihre Lehre abgebrochen und standen unter Alkoholeinfluss. Das typische Beispiel eines jungen Mannes, der vom Fußball abhängig ist wie von einem Rauschmittel, ist dieser 19-jährige Hamburger. Lehre abgebrochen, vorbestraft, arbeitslos. Ist es nicht auch so, dass du die Enttäuschung über Arbeitslosigkeit auch beim Spiel ein bisschen mit abreagierst? Ja, logisch, also reagiere ich da volles Ruhe. Erstmal, weil ich mich da nun gar nicht dran denke an Arbeiten oder so. Ich bin total abwesend. Der ist der Scheiße! Der ist der große Scheiße! Als die beiden Tore fielen, was hat man da empfunden? Ich finde das echt bald so, als wenn man im Rausch ist. Ne? Wenn man dir jetzt sozusagen den HSV entziehen würde, wenn du jetzt da nicht mehr hingehen könntest, wie würdest du dich da fühlen? Oh, würde ich mich ganz schön mies fühlen. Also als wenn ich jetzt verlobt wäre und die Alte sagt, nee, ich habe keine Werke mehr oder so. Wenn jetzt irgendwelche Fans kämen aus Düsseldorf oder Bochum und die würden den HSV beleidigen, ja, das, würdest du ihn verteidigen? Ja, das auf jeden Fall. Und das ist die Sache meistens so, dann gehen die rüber zu den Fans und sagen, oh, die haben uns hier verprügelt, komm, die fangen wir ab, da auf dem Bahnhof. Und dann geht es auf dem Bahnhof erst richtig los. Das hat man ja in Bremen gesehen, dass dann da nachher die Polizei sich einschreiten musste. Und dann, dass die Bullen sogar noch was aufs Maul gekriegt haben. Also.